Moment. Der Cola, der kommt vom... Vom Team... Ah, hier. Team Zabetov. Von Team Zabetov. In der blauen Ecke. In der roten von It's Fight Time. Mit Julius. Ein reiner Boxkampf. Zu den Kämpfern kann ich nur sagen, Yunus ein bisschen kleiner, der Koller ein bisschen größer. Viel am Bewegen, aber Yunus hat starke Aufwärtshaken gerade geschlagen. Oder was sagst ja, du dazu, Triton? Das sah wirklich gut aus. Also ja. der macht das schon seine Geschichte, also der hält sich da dran. Ja. Sauber, so wie er es gelernt hat, das tut er auch ausführen. Natürlich, der war vorbei. Zum Glück hat er nicht gesessen. Oh, Yunus stürmt. Yunus an die Fans, natürlich, die feuern den an. Ja, auf jeden Fall lautstark auch zu hören. Ist ja auch sein Heimatgym hier. Oh, schöne rechte Gerade. Sehr schöne rechte Gerade von Yunus. Ende der ersten Runde. Und Ramzi, was sagst du? Beide Kämpfer stark momentan. Sehr stark, ja. Können ein bisschen mehr machen, glaube ich, aber... Ich denke mal, die haben noch nicht alles ausgepackt. Auf keinen Fall, nee. In der letzten Zweitkampfveranstaltung hat der Yunus ja einen K.O. gemacht, erste Runde. Hat er einen K.O. geschafft, ja? Ja, ja. Sehr schön. Und hier sehen Sie die ganzen Trainer und Coaches von Yunus von It's Fight Time. Oh, sein Trainer Hafid mit der schwarzen Kappe. Auch ein sehr, sehr guter Boxer, Trainer, Coach, mentalisch für alles. Ringfrei für die Runde 2. Ja, schön eröffnet, beide mit einem Jab. Man sieht immer noch. Aber man muss sagen, die Cola bewegt sich auch sehr gut. Auf jeden Fall, ja. Hat auch alles im Überblick. Ja. Aber man muss aufpassen, dass er nicht den rechten Schwinger vom Yunus fängt. Weil der ist sehr gefährlich. Wenn der landet, dann. Ich denke mal, du hast ihn schon öfters gesehen. Auf jeden Fall auch öfters mit den Sparren gemacht. Du weißt auch. Ach ja, okay. Ja. Dann weißt du ja mehr wie ich. Ja, ja, auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, der Yunus. Das ist schon mal gut. Immer für eine Überraschung offen. Mit den blitzartigen Boxern. Auch in dem Gewicht so schnelle Boxer zu haben, ist auch nicht normal, ja? Ja. Musste ja auch abrupt sein Gewicht runter. Ja, hat glaube ich 6-7 Kilo abgenommen auch für den Kampf. Das nimmt auch viel Power weg. Ja, natürlich. Die ganze Kraft geht verloren. Ja. Aber man sieht sie nicht an. Wird auch lautstark gerade angefeuert von seinen Zuschauern, von seinen Fans, von seinem Publikum. Ja, die Halle ist auch schön befüllt. Auf jeden Fall. Viele Leute hier, das ist natürlich schön zu sehen. Ja. Und natürlich, ich hoffe auch die Leute, die zu Hause sind, die gucken hier mit. Bei Fight24 TV im Livestream sind wir alle hier dabei. Ende der zweiten Runde. War schön. War sehr gut schön. Von beiden gemacht, ja. Ja. Hafid hier auch. Damals im Starkbox gewesen. Im Olympia. Im Kader war er dabei. Das ist ein sehr, sehr talentierter, sehr guter Boxer, der Hafid. Ich kenne ihn auch schon seit langem. Ja. Natürlich, die blaue Ecke ist auch sehr stark. Auf jeden Fall. Muss man dazu sagen. Rajcovic. Hier sehen wir nochmal den Coach von Gür. Kommen wir zur dritten und letzten Runde. Bin ich mal gespannt, wie es endet. Eben gerade im Bild war noch der Moment Gür, der Veranstalter von Fight Time, It's Fight Time hier.
Die Fans von Yunus, die jubeln natürlich dem zu. Yunus am Stürmen. Oh, gefährlich, hat nicht gehakt. Das war gefährlich. Ja, auf jeden Fall. Schöne Boxkombination von beiden Kämpfern. Vorwärts. Jetzt wird es ein bisschen wilder. Das gefällt mir. Der Koller muss auch ein bisschen grinsen. Das ist ja so ein Kampfsport, wenn man eine so kriegt, dann tut man gleich zurückgrinsen. Ja, auf jeden Fall. Als wäre nichts passiert. Das ist auch schon die letzte Runde. Ja, noch 40 Sekunden vom Fight. Die Hälfte haben wir. Was sagst du, Ramzi, nach deiner Erfahrung bis jetzt, wer liegt vorne? Laut meiner Erfahrung knapp. Aber ganz knapp. Ganz knapp. Ich weiß ganz genau, wie du sagen willst. Ganz knapp. Ja? Ganz knapp, ja. Okay, ich hätte jetzt gesagt, ja, Yunus auch. Ganz, ganz knapp. Für mich sind die beide echt super. Die schenken sich nichts natürlich. Ja, klar. Yunus muss ein bisschen mehr boxen. Jetzt, ja, jetzt lässt er ein bisschen nah. Ja, aber klar. Natürlich, das ist jetzt auch die Luft, das spricht aber auch mit. Das ist normal, ja. Das ist ganz normal. Das ist ganz normal. Meine Damen und Herren, hier im Livestream von Fight24TV. Es wird ein knapper Kampf. Erst zwei Runden waren knapp. Dritte Runde war auch jetzt ein bisschen. Bin ich mal gespannt. Ich bin mal gespannt auf die Entscheidung. Entscheidung liegt natürlich bei den Jurys. Ja, nicht bei uns. Wir sind hier nur die Moderatoren. Wir moderieren und wir halten euch auf Laune. Jetzt kommen wir zum Urteil. Sieger nach Punkten. Der Boxer aus der roten Ecke. Jawohl, Yunus Emre hat gewonnen. Die ersten beiden Runden hat er knapp an sich gezogen und die letzte Runde. Die ging an die Blaue auf jeden Fall. Aber erste Runde ging an Yunus auf jeden Fall. Erste hat Yunus sehr schön gearbeitet. Ja. Schöne Hände gehabt, schön gemeidet auch. Ja, in der blauen Ecke muss man echt.